Über Geld spricht man nicht, in Deutschland nicht. Da spricht man nicht über sein Verdienstes. Müssen wir mal ausprobieren so, wenn du in Deutschland jemanden fragst so, hey, wie viel verdienst du eigentlich? Und der so, darüber möchte ich nicht sprechen. Können wir bitte das Thema wechseln? Das ist Privatsache. Du bist Ausländer, vielleicht kommst du in meine Wohnung und dann zipp, zipp, zipp. Ich weiß schon. Aber über andere Sachen reden die ganz offen. Über andere Sachen reden sie so offen. So, du, ich war gestern im Springer Club mit der Saskia. Du, da haben sie. Die haben sie alle gefickt. Das war super, du, ey. Alle. Hey, wir haben das aufgenommen. Das ist super. Musst du dir angucken. Aber ich sag dir nicht, was ich verdiene. Nee, 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 nee. Das geht gar nicht. Darüber reden wir nicht. Bei Geld hört die Freundschaft auf, Leute. Das merkt man vor allem, wenn man so, wenn man einkaufen geht, so. Wenn man mit Kumpels einkaufen geht, da hört die Freundschaft auf. Spätestens, wenn du an der Kasse bist und mit der Karte zahlen willst. Merkt ihr es so? Ist immer so, ey, Özcan, du bist mein allerbester Freund. Ey, du bist der allerbeste, alle. Ich möchte mit Karte zahlen, ja. Özcan, kannst du ein bisschen zurück, bitte? Bei Türken ist es anders, die sind so. Manche sind so faul, die sagen der Kassiererin die Nummer, die so, Tipp 1, 7, 4. Acht. Ja, Kreditkarte, Moro, Kreditkarte. Ja, da guckt ihr, hä? Kreditkarte. Komm, komm.